Die Bank der Deutschen. Lange genoss sie Ansehen und Vertrauen. Das war einmal. Jetzt begleiten immer wieder Skandale ihre Geschäfte. Die mächtigste Bank Deutschlands ist sogar im Visier von Fahndern. Wie im Jahr 2010. Zwei Mitarbeiter berauschen sich an ihren Erfolgen, ohne zu ahnen, dass sie von den Fahndern abgehört werden. Der Verdacht: millionenschwerer Mehrwertsteuerbetrug. Zitat aus dem Abhörprotokoll. Können wir eigentlich am Montag die 20-Millionste feiern? Natürlich, die können wir auch heute schon feiern. Echt? Gestern habe ich 19,1 Millionen gehabt auf der Gesamtzusammenfassung. Also für den Mittwoch sensationell. Wir stehen jetzt bei 20,2 Millionen. Unglaublich, wo soll das noch hinführen? Das weiß ich auch nicht. Zwei Tage später, Razzia bei der Bank. Hat man Steuerbetrügern geholfen, beim Emissionshandel das Finanzamt um hunderte Millionen Euro zu betrügen? Es ist nicht der einzige Fall. Noch nie stand das renommierte Geldinstitut im Mittelpunkt so vieler Affären, so vieler Skandale. In London haben mehrere Großbanken den LIBOR-Zins manipuliert. Auch die Deutsche Bank soll beteiligt sein. In den USA wird die Bank wegen zweifelhafter Hypothekenkredite verklagt. Anleger fordern Milliarden zurück. Die Deutsche Bank soll zudem Bilanzen frisiert haben. Vorwürfe, die den Ruf noch weiter erschüttern. Ich glaube, dass es bei der Frage der Professionalität der Investmentbanker sich ähnlich verhält wie dem Hütchenspieler und dem Passanten in der Fußgängerzone. Der Hütchenspieler weiß immer, wo er seine Kugel hat und wo er sie verschwinden lässt. Und der Passant glaubt aber, schlauer zu sein als der Hütchenspieler. Also für die Deutsche Bank ist diese Prozesslawine ein großes Problem, weil sie natürlich langfristige Kundenbeziehungen, die man über Jahrzehnte aufgebaut hat, zerstört. Und das Vertrauen dieser Kunden ist dann im Zweifel weg. Was ist los mit der Deutschen Bank? War ihr Profitstreben wichtiger als der gute Ruf? Wurden deshalb viele ihrer Geschäfte unheimlich? Das Vertrauen der Deutschen Bank steht nicht nur in London und New York auf dem Spiel, sondern auch tief in der deutschen Provinz, wie im hessischen Altenstadt. Hier ist der Sitz der Firma Ille, ein Hersteller für Toilettenartikel, ein typisch mittelständisches Unternehmen. Der Firmenchef hat sich jahrzehntelang auf die Deutsche Bank verlassen. Ich bin ja ein paar Tage älter und zu meiner jungen Unternehmerzeit war das so, dass die Banken uns geführt haben, im positiven Sinne. Ja? Und da konnte man sich drauf verlassen, wenn einer von der Bank gekommen ist, da konnten sie blind unterschreiben, weil das war immer für ihn ein Geschäft, aber für uns auch zum Vorteil. Die Deutsche Bank war für Wilhelm Blatz eine Institution, der man blind vertrauen konnte. Deshalb wurde der Kundenberater des größten deutschen Geldhauses immer mit offenen Armen empfangen. Es kam der Mann, der 16 Jahre hier ein- und ausgeht. Ne? Wenn der von uns was wollte, sagte: Du, ich brauche noch mal eine Monatsbilanz von euch. Kannst du mir die mitgeben? Sag ich: Geh mal hoch, lass dir sie geben. Ne? So war das Verhältnis. Ne? Und der kam dann einmal an und hat dann gesagt: Mensch, eine tolle Sache, Zinsoptimierung. Und hat uns da das vorgetragen. Die Bank hat diese Produkte den Kunden als sogenannte Zinsoptimierung angeboten. Sie hat falsch etikettiert und als Zinsabsicherung oder Zinsoptimierung angeboten. Letztendlich steckte aber eine Spekulation dahinter. Man hat auf die Differenz zwischen zwei Zinssätzen gewettet. Die Zinsoptimierung klingt besser als die Zinswette. Das ist genauso wie heutzutage immer jeder von Preisanpassung spricht und nicht von Preiserhöhung. Seinem Kundenberater glaubt Wilhelm Blatz nach all den Jahren der Zusammenarbeit. Was er nicht ahnt: Offenbar hat sich das Geschäftsgebaren geändert. Jetzt zählen die schnelle Provision und die hohe Rendite. Wir haben gemerkt, dass er unter Druck ist. Ich meine, bin selbst Vertriebler, weiß, es gibt Zeiten, da braucht man ganz einfach mal einen Auftrag. Ja? Und so war das da. Aber ich sage, wir brauchen weder Geld noch sonst was. Ich kann Ihnen gar nichts geben, aber ich mache das jetzt mal für ihn zuliebe.
und habe dann auch, als er sich verabschiedet hat, sage ich, Herr, ich nenne bewusst jetzt keinen Namen, Herr so und so, ich mache das jetzt Ihnen zuliebe, ich habe es nicht verstanden. Also zunächst glaubt jeder, der mit einer Bank arbeitet, dass der Berater auf der anderen Seite ihm unterstützen und beraten will. Tatsächlich sind Banken Handelsunternehmen, An- und Verkaufsunternehmen. Und anders als beim Gebrauchtwagenhändler, wo sie eine Garantie bekommen, kriegen sie eben bei der Bank keine. Und so macht auch Mittelständler Platz schmerzhaft Bekanntschaft mit der neuen Welt des Investmentbanking. Nach 3 Monaten taucht auf einmal ein Kontoauszug auf, in dem eine sehr große Summe, ich glaube es waren 230.000 Euro, Minus drin waren. Da habe ich gesagt, wir haben doch kein Minus, wo kommt das Ding her? Kann nur ein Fehler sein. Telefon, angerufen. Ja, mein Mann, den gab es gar nicht mehr. Der war gar nicht mehr da. Und der drückt mir ein Ding rein, wo wir hätten alles verloren, was wir in 50 Jahren aufgebaut haben. Wilhelm Blatz wendet sich direkt an seine Bank und will aus dem Vertrag aussteigen. Er beschwert sich. Man habe ihm ein falsches Produkt verkauft. Doch die Deutsche Bank bleibt hart, besteht auf dem Vertrag. Da war kein Entgegenkommen da. Kein Entgegenkommen. Bin kein Prozesshansel, um das mal zu sagen. Ja. Und wenn die gesagt hätten, hier, wir einigen uns auf die Mitte, und da hätten wir das höchstwahrscheinlich gemacht. Ja. Vor Gericht verliert Wilhelm Blatz. 2-mal. Doch er will sein Recht und klagt in letzter Instanz vor dem Bundesgerichtshof. Ist doch ganz klar. Dann schlafen Sie stehend im Bett. Da können Sie gar nicht mehr liegen, weil hier, das marschiert. Der Tag des Urteils. Wilhelm Blatz hat seinen Anwalt nach Karlsruhe geschickt. Er selbst wartet am Telefon auf das Urteil. Seine Existenz steht auf dem Spiel. Auf einmal ruft er an. Naja, also da geht die Pumpe, ne? Ich nehme an, Blutdruck 280, ja. Und dann kam das, Herr Blatz, das Ding ist gewonnen, ne? Und dann, das kann sich niemand vorstellen, ja. Das ist, als wenn so ein Meteorit, ja, hier in Altenstadt einschlagen würde, ja. So ging das runter, ja. Also das ist unbeschreiblich. Der Bundesgerichtshof stellt in seinem Urteil fest, die Beklagte, die Bank, wird verurteilt, an die Klägerin 541.000 Euro zu zahlen. Außerdem hat das Gericht gegen die Bank entschieden, die Beklagte hat die Klägerin nicht objektgerecht beraten. Vielleicht sollten die neue Mannschaft, Herr Fitschen und Herr Chain, ja, sich mal auf die alten Dinge wieder besinnen. Ja? Die Deutsche Bank ist ja gegründet worden damals, um die deutsche Industrie im Ausland mit Krediten zu versorgen. Und wenn sie sich darauf wieder besinnen, dass das ihr Geschäftsmodell ist, ich glaube, denen geht es viel besser wie heute. Weil die ganze Prozessierei, da können sie allerhand Umsatz machen in dieser Zeit. Seit einem Jahr sind Jürgen Fitschen und Anshu Jain die Chefs der größten deutschen Bank, als Nachfolger von Josef Ackermann. Sie sind angetreten, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Jetzt soll die schnelle Rendite nicht länger oberstes Ziel sein. Eine Einsicht, die bei Anshu Jain überrascht, hat er doch als ehemaliger Leiter des Investmentbankings die Geschäfte verantwortet, die der Bank zwar enorme Gewinne brachten, aber auch zum schlechten Ruf beitrugen. Kundenorientiert, geradlinig und bodenständig dagegen das Image von Jürgen Fitschen, jahrelang Deutschlandchef der Bank. Er soll die neuen ethischen Ankündigungen Gewicht verleihen. Wir haben die Grundlagen für einen längerfristigen Kulturwandel in der Deutschen Bank gelegt. Wir haben enorme Fortschritte gemacht und das nicht erst in den letzten 6 Monaten. Wir verändern viel in der Bank und das braucht Zeit. Während das Spitzenduo den Kulturwandel verkündet, ist ihr Bankhaus längst im Visier der Staatsanwaltschaft. Ende 2012 rückt ein Großaufgebot von Polizisten und Steuerfahndern an und durchsucht die Zentrale. Der Verdacht, die Bank soll vom betrügerischen Handel mit CO2-Zertifikaten profitiert haben. Die Ermittlungen, das gibt die Bank zu, richten sich auch gegen das Vorstandsmitglied Fitschen. Er soll eine möglicherweise falsche Umsatzsteuererklärung der Bank im Zusammenhang mit dem CO2-Handel unterschrieben haben.
Ist die Deutsche Bank tatsächlich in diesen Millionenschwindel verwickelt? Vor der Kamera äußert sie sich nicht. Auf Nachfrage heißt es schriftlich, wir kooperieren vollumfänglich mit den Behörden. Nordöstlich von Frankfurt, im Gefängnis von Hünfeld, kann man mehr erfahren. Hier sitzt ein ehemaliger Handelspartner der Bank in Haft, wegen Betrugs mit CO2-Zertifikaten, in den auch die Bank verwickelt sein soll. Um seine Resozialisierung nicht zu gefährden, will der Verurteilte nicht erkannt werden. Aus meiner Sicht war die Deutsche Bank ein Profi, zweifelsfrei. Und jetzt haben zwei Profis ein Geschäft miteinander angefangen. Also ich hatte überhaupt kein ungutes Gefühl oder sonst, dass irgendetwas unkoscher ist. Also zu keinem Zeitpunkt da. Damals, im Sommer 2009, sucht Björn P. die Filiale der Deutschen Bank am Rossmarkt in Frankfurt auf. Er will mit einem neuen Börsenpapier handeln, das sich auf Luftverschmutzungsrechte bezieht, die sogenannten CO2-Emissionszertifikate. Björn P. trifft zwei Bankmitarbeiter. Schnell wird ein Handelsvertrag geschlossen. Dass Björn P. ein Anfänger in diesem Geschäft ist, macht die Banker offenbar nicht misstrauisch. Das Geschäft mit dem neuen Börsenpapier ist ein grauer Markt, den viele Umsatzsteuerbetrüger für ihre Zwecke nutzen. Björn P. bekommt die Berechtigung zum Emissionshandel. Damit beginnt für ihn der Einstieg in den Betrug. Es war natürlich ganz interessant, mit den Investmentbankern und Händlern da mal auf Augenhöhe mal reinschnuppern zu dürfen. Und als Händler aktiv teilnehmen bei der ganzen Sache. Richter Martin Bach hat Björn P. und fünf weitere Angeklagte verurteilt. Er kennt alle Fakten im sogenannten Emissionshandelprozess. Jetzt äußert er sich erstmals vor einer Kamera zum größten Betrugsstrafverfahren der letzten Jahre. Dazu hat man ja auch einen wahnsinnigen Aufwand betrieben. Man hat also ich glaube 50 Steuerfahndungsstellen waren beteiligt, koordiniert aus Hessen übrigens. Rund 1000 Steuerfahndungsbeamte, BKA-Beamte, Staatsanwälte und so. Man hat also versucht, den gesamten Komplex zu zerschlagen. Die Sonderkommission Odin der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft ist den Umsatzsteuerbetrügern auf der Spur. Der Steuerschaden wird auf eine halbe Milliarde Euro geschätzt. Im Visier sind über 30 Firmen. Auch die Rolle der Deutschen Bank wird untersucht. Es geht um eine Gruppe von Beteiligten, die untereinander Zertifikate, Verschmutzungsrechte durchhandeln. Der erste hinterzieht die Steuer. Der letzte Beteiligte holt sich den Betrag, den er in die Kette als im Bruttorechnungspreis weiterzahlt beim Finanzamt, wieder. Und so lief es ab. Scheinfirma 1 kauft die Zertifikate im Ausland ein. 1 schlägt die deutsche Umsatzsteuer von 19% drauf, verkauft die Zertifikate an Scheinfirma 2 weiter, aber verbilligt, deutlich unter dem Einkaufspreis. 1 prellt das Finanzamt um die Umsatzsteuer und verschwindet mit dem Geld. 2 verkauft die Zertifikate mit Gewinn weiter an 3. 3 verkauft die Zertifikate mit Gewinn weiter an die Bank. Die Bank will sich die Umsatzsteuer vom Finanzamt wiederholen und verkauft die Zertifikate ins Ausland. Und alles kann von neuem beginnen. Alle verdienen daran, nur nicht das deutsche Finanzamt. Die Beteiligten an diesen ganzen Ketten, man würde sagen, die haben keine wirtschaftliche Funktion, sondern die dienen eigentlich nur dem Zweck, eben Steuern zu generieren und Steuergewinne zu generieren. Die Soko Odin hört Telefonate der Händler ab. Auch Björn P.'s Gespräche werden aufgezeichnet. Die Ermittler wollen wissen, wer ist eine Scheinfirma? Wo sind betrügerische Händler am Werk? Wissen die anderen Händler, dass sie mit Steuerbetrügern handeln? Björn P. kauft von falschen Händlern große Mengen der Emissionspapiere und verkauft sie weiter an die Deutsche Bank. Immer wieder nimmt sie große Volumen von Zertifikaten unter dem Marktpreis ab und macht hohe Gewinne. Das renommierte Geldinstitut steht am Ende der dubiosen Kette.
Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft war ja in objektiver Hinsicht, dass die Deutsche Bank durch ihr Handeln finanziell die Basis für diese Geschäfte gegeben haben. Das hat die Deutsche Bank im Übrigen auch nicht in Abrede gestellt, zumindest objektiv, dass sie den Handel mit den Zertifikaten